Mein Kommentar wurde gelöscht unter diesem Video hier, Ringheiligtum von Pümmelte. Ist natürlich auch wieder hier in der Umgebung, wo alles eigentlich ist. Nicht weit auch von meiner Linie. Auch wenn das Blödsinn sein sollte, diese Linie hat mich weitergebracht und zwar richtig. Auch Goethe war hier und so weiter. Ihr kennt das, Externsteine, alles eigentlich hier um die Ecke. Ich wollte aber kurz machen und das Video hier geht es darum, da hat man das hier aufgestellt, da wird gequatscht. 3 Minuten 2, ich verlinke das Video, damit ihr euch das vielleicht angucken könnt. Natürlich wird hier von Opfern gesprochen. Gewalt, Gewalt, Gewalt. Ja. Wie man sieht, wurden die ja beerdigt. Aber die haben Spuren der Gewalt. Und da sagen diese Leute hier, natürlich wurden die geopfert. Kennt ihr doch, eine Frau und ein Kind. Aber die Art der Opferung macht auch kaum Sinn, wie ihr seht, mit diesen Hammern hier, natürlich geht es noch primitiver, bitte. Zieh mal den Anzug aus, zieh mal die Brille aus, dann bist du auch wie so ein Wilder mit diesem Hammer in der Hand. Die haben meinen Kommentar gelöscht, ja. Weil ich geschrieben habe, wieso muss das eigentlich eine rituelle Opferung gewesen sein? Weil die Gewalt hier, das Frauenschädel und das ist das Kind. Mit diesem Hammer jemand so ins Gesicht zu schlagen, von vorne noch, macht das für euch Sinn? Selbst die Opfer hat man auch relativ gut behandelt. Also bis zu einem gewissen Punkt natürlich. Und die hat man nicht so brutal geopfert, nur um die dann später zu beerdigen. Wisst ihr, wie das Gesicht hier ausgesehen haben muss? Vor allem geht es darum, wie kommen die drauf, dass das unbedingt wieder Opferstätte war? Wieso? Ja, weil der sich dieses Anzug hier anzieht und meint, er wäre moderner Mensch. Ne? Und das waren damals diese halt, ne? So guck mal, hier, ich habe Hammer in der Hand. Ne? Mit diesem Hammer wurden diese Menschen totgeschlagen. Klar, ist ja logisch. Wisst ihr was? Ich bin auch ein bisschen verzickt, ja, weil mein Kommentar gelöscht worden ist und ich habe versucht, mich da freundlich auszudrücken. Aber ihr seht, die wollen einfach, wenn die was finden, ne, Sonnenheiligtum oder hier Ringheiligtum, dann sind da natürlich nur diese Skelette gefunden worden. Wer weiß, wie viele da liegen, wie auch immer. Natürlich sind das Opfer, Ritualopfer hier, Hammer, Totschlag, alles klar. Man sieht, dass diese Megalithkultur flächendeckend war und Wissenschaft benutzt hat. Also irgendwelche Energiequellen, ich will gar nicht jetzt so fantastisch werden, aber ihr seht, allein diese Kenntnisse, Mathematik, Astronomie, brauchst du auch diese ganzen Transporte davon, auch der Abbau und so. Ey, mit diesem Hammer hier, ne? Da sollte sich dieser Mann einmal in den Spiegel gucken und so einmal auf den Kopf schlagen. So, ich verlinke das kurze Video. Es geht mir darum, wenn man eine ein Heiligtum haben die das genannt, wenn man so ein Ringheiligtum dann untersucht, natürlich werden dann diese Schädel genommen und es ist gleich ein Beweis für ein Opferritual, obwohl es ganz gewöhnliche Gewalt sein konnte. Nicht mal Unfall jetzt, das würde ich jetzt nicht sagen, aber es konnte auch ein Überfall sein und sonst was für Möglichkeiten es gibt zu verunfallen. Ja. Aber nein, hier Hammer in der Hand, Steinhammer, Uga Uga. Und ja, die wollen das ja so darstellen. Ne? Wisst ihr was? Die arbeiten oft, manche sind ja direkt aus der Kirche. Ne? Wisst ihr das? Bis heute. Das muss ich auch nebenbei jetzt sagen. Ja, das ist, wenn man mich da so ein bisschen blockiert oder so. Ich werde nicht fies werden, weil ich weiß nicht mal genau, was dieser Mann hier darstellen will. Aber hier haben wir diese Gewaltspuren. Glaubt ihr, so opfert man eine Frau? Würde nicht reichen, die Kehle durchzuschneiden oder auf den Kopf hier von hinten einmal richtig draufschlagen, ins Gesicht schlagen, ich weiß es nicht. Ja, das ist halt diese Anlage und da waren die beerdigt in diesen Dingern und unter diesem Skelett, also über dem Skelett wurde jemand hunderte Jahre später wieder begraben. Nur ich würde nicht sagen, dass man dort hauptsächlich das Bauwerk für irgendwelche Menschenbeerdigung war und Menschenmord und Totschlag, sondern die haben sich wahrscheinlich wieder später da überhaupt beerdigt. Vielleicht haben die mit dem Ursprung gar nicht viel mit zu tun gehabt. Und wenn sie das damit hatten, dann spricht das
überhaupt nicht dafür, dass dort Menschen regelmäßig geopfert worden sind. Weil das will man immer und immer wieder so darstellen, auch Indianer immer und Hexentische, Opfertische und so. Ich kann es nicht mehr hören. Und das sind genau solche Menschen, die da mitgemacht haben früher, Hexenverfolgung und so, weil die wussten es ja besser. Ne? Die gehen ja von sich aus, weil die vielleicht so sind. Nicht jetzt diese Menschen hier in der Doku, sondern diese Gewalt und diese Hinterhältigkeit. Viele gehen von sich aus. Gut, wisst ihr was? Ich beende das mal hier. Ich bin einfach der Meinung, das ist überhaupt nicht wissenschaftlich, was die hier machen. Behaupte ich einfach mal. Und das ist ein gutes Beispiel, weil nur weil jemand Archäologe ist oder keine Ahnung was gelernt hat, heißt das überhaupt gar nichts. Das ist bestes Beispiel hier. Den Hammer, ja, den kannst du werfen. Ja, hast du mehr von als von deinen Märchengeschichten. Und tschüss.